Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und jetzt klappt das für heute, denke ich, hoffe ich, wieder mit den Karten für den 6. Dezember 2011, dem Nikolaustag. Heute habe ich die Göttinnen befragt zum heutigen Tag und da kam zuallererst die Maria Magdalena mit der bedingungslosen Liebe und sie sagt, liebe dich selbst, andere und jede Situation, unabhängig von der äußeren Erscheinung. Ich lese euch jetzt mal vor, was da im Buch von der Doreen Virtue dazu steht. Ich bin nicht das, wofür mich viele Menschen halten, doch um das zu widerlegen, müsste ich mich auf eine unangenehm niedere Ebene begeben. Ich bin eins mit dem Göttlichen, genau wie du, und hier halte ich mich auf. Das menschliche Geschwätz, das Verurteilen und das Chaos sind einfach nur niedere Ebenen. Ich habe gewählt, meine Arbeit von einer höheren Bewusstseinsebene aus zu verrichten, auf der einzig die Liebe herrscht. Von hier aus kann am meisten Gutes getan werden und ich empfehle dir dringend, desgleichen zu tun. Wo dein Bewusstsein ist, da bist auch du. Konzentriere dich also auf das Gute, das du in anderen erkennen kannst und erhebe dich über alle äußere Erscheinung. Das Bedeutungsspektrum zu Maria Magdalena ist, kümmere dich nicht darum, was andere denken oder sagen. Heile diese Situation mit Liebe, sende Liebe zu jenen, die dich verletzt oder falsch beurteilt haben. Vergib dir selbst für das, was du glaubst, getan oder unterlassen zu haben. Lass alles los, was du anderen nicht vergeben konntest, damit du heilen und dich weiterentwickeln kannst. Gerade in Verbindung mit der nächsten Karte, mit der Western, mit dem Heim, was da gleich kommt von der Maria Magdalena ist, dass es jetzt einfach mal wieder Zeit ist, ganz genau zu betrachten, wie ich meine Situation gerade sehen möchte. Und da gilt es wohl mal wieder Altes rauszuschmeißen, da gilt es wohl mal wieder auch mehr die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Das heißt, in dem Moment, wo ich andere für meine Situation verantwortlich mache oder da Schuldige suche für gewisse Umstände, die mir vielleicht nicht so passen in meinem Leben, gebe ich die Verantwortung ab. Und bleib grollig und verbittert und so gesehen kann es dann leider auch nicht wirklich fruchtbar für mich weitergehen. Also ich sollte jetzt mal wieder wissen, kommt jetzt von der Maria Magdalena, dass jeder für sein Leben einfach zu 100% die Verantwortung trägt. Egal wie andere Menschen sich verhalten haben oder was sie getan haben, ob das jetzt besonders doll ist oder nicht. Da sollten wir auf jeden Fall jetzt mal wieder innehalten und mal gucken, wie wir andere sehen. Und solange ich auch mit dem Finger auf andere zeige, wird es schwierig, dass ich mich sozusagen selbst weiterentwickeln kann. Es ist nun mal schwierig als Mensch, und ich kann das selber nur sehr bestätigen, wenn andere einen verletzt haben oder wenn andere Dinge getan haben, die nicht so erquickend sind, dann ist man natürlich geneigt zu sagen, ja Moment mal, was kann ich denn dafür, dass der andere sich so unmöglich mir gegenüber verhalten hat und mir so wehgetan hat. Aber Fakt ist nun mal, dass wir wirklich definitiv an jeder Situation, die wir erleben in unserem Leben selbst, schuld in Anführungsstrichen sind und selbst das Ganze initiiert haben aufgrund unserer Themen, die wir erleben wollten hier oder erleben wollen hier, aufgrund der Gedankenkonstrukte, die wir da getätigt haben vorher. Es ist definitiv immer ein Ding, das wir selbst sozusagen hervorrufen. Also das, um nicht verschulden zu sagen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich da langsam mal ein bisschen öffnet dem Gedanken gegenüber, dass dem wirklich auch so ist. Und in dem Moment wird man wirklich sehr frei. Es ist sehr befreiend zu wissen, dass wer sozusagen die Schuld hat, hat auch die Macht. So rum darf man es auch mal betrachten. Wenn ich an meinem eigenen Leben wirklich zu 100% die Schuld trage an dem, was da passiert, oder die Ursache bin für das, was da passiert, dann habe ich auch die Macht, das zu drehen, und zwar in eine sehr positive Richtung. Insofern solltet ihr bitte auch Leute, die euch wehgetan haben, die euch verletzt haben, die sich unmöglich verhalten haben, was auch immer, und natürlich komplett auch euch selbst, kommt jetzt von der Maria Magdalena, solltet ihr jetzt einfach mal wirklich drüber nachdenken bzw. an euch heranlassen,
dass das alles mit einem bestimmten, soll ich sagen, Grund einhergeht. Und der Grund ist, wenn ihr das von etwas übergeordneterer Sicht betrachten wollt, einfach die, dass ihr hier Erfahrungen machen wollt, dass andere, die eventuell recht kreislich waren, eure besten Lehrer sind für das, was in eurem eigenen Seelenkeller da noch so alles am Wüten und am Arbeiten ist. Denn das, was ich in mir trage, an unerlösten oder an noch arbeitenden unangenehmen Themen, die ich mitbringe oder die ich aus meiner Kindheit oder selbst aus anderen Leben mitbringe, was da noch am Arbeiten ist, das zeigt sich. Und das zeigt sich in Form, oft in Form des Verhaltens anderer Menschen mir gegenüber. Und insofern sind das wirklich eure besten Lehrer. Deshalb könnt ihr auch letzten Endes auf die anderen Menschen mit bedingungsloser Liebe gucken. Vielleicht nicht sofort und im ersten Schritt. Das ist auch ein Prozess, den da jeder mehr oder weniger durchgehen darf. Aber letzten Endes ist es nun mal so. Es sind die Leute, die nicht so toll sind uns gegenüber, das sind unsere besten Lehrer. Seht das bitte und versucht euch da über den Umweg von einem speziellen Problem, das ihr mit einer bestimmten Person habt, speziellen unangenehmen Situationen, euch wieder auf eine allgemein unangenehme Stimmung zu bringen oder in eine allgemein unangenehme Sichtweise des Ganzen, dass ihr sagt, okay, die Situation oder mein Verhältnis der anderen Person gegenüber ist einfach schlecht, das passt mir so gar nicht. Und wenn ihr dann letztendlich mal über den Umweg des Mitgefühls, sprich die andere Person ist halt nun mal ein guter Lehrer für mich, ich kann dadurch einiges lernen, beziehungsweise was kann ich dadurch lernen, warum ist die Person und warum, was arbeitet da. Über diesen Umweg, über die Gedankengänge könnt ihr es schaffen, dann allgemein positiv zu werden, zu sagen, okay, wenn die Person, die mir gerade mal so gar nicht schmeckt und die mir so wehgetan hat, wenn das wirklich so ist, dass die Person der beste Lehrer für mich ist, dann kann ich da jetzt auf dem Wege einfach ein uraltes Thema loslassen, wenn ich das erkenne und wenn ich letztendlich dann wirklich mir an meine eigene Nase fasse und sage, was ist es denn das Thema und warum begegnet mir das denn immer wieder und warum sind die Menschen immer wieder auf die gleiche Art und Weise oder auf ähnliche Art und Weise immer unangenehm mir gegenüber oder treten unangenehm mir gegenüber auf. Und dann kommt man so langsam vielleicht auch so in die Richtung, dass man sagt, okay, es ist jetzt einfach eine sehr fruchtbringende Situation, weil ich kann auf diesem Wege einfach gewisse Dinge lernen, ich kann gewisse Themen loslassen und in dem Moment kommt dann vielleicht auch schon so ein kleiner Funken Dankbarkeit auf für die andere Person. Und dass man sagt, okay, also der oder die hat mir jetzt da echt einiges gezeigt und das bringt mich jetzt in meiner Entwicklung weiter und ich kann wirklich alles rausschmeißen. Versucht wirklich diese Umwege zu gehen. Versucht einfach gedanklich in dem Moment, wo ihr euch wohlfühlt, versucht da wirklich mit diesem Thema dann zu arbeiten und zu sagen, okay, jetzt schauen wir einfach mal, was bringt es mir denn, was soll es mir denn bringen und was soll es mir denn zeigen. Und dann seid ihr schwuppsdiwupps allgemein positiv über die ganze Situation unterwegs und dann könnt ihr, wenn ihr wirklich euch sehr wohl fühlt und dann letztendlich erstmal Gedanken drüber machen, wie denn das ganze Problem jetzt speziell zu lösen wäre. Und da müsst ihr aber halt erstmal in diesen Zustand gelangen, wo ihr euch wohlfühlt in euch und wo ihr einfach ganz gelassen auf und von ganz weit oben, von einer ganz anderen Perspektive und viel entfernteren Perspektive und einem anderen Blickwinkel auf die Situation gucken könnt. Ist einfach wichtig. Ich erkläre es heute mal etwas ausführlicher, weil es einfach wichtig ist, dass man das Ganze wirklich mal lernt, von einem speziell negativen Punkt aus zu einem allgemein negativen Punkt der Sichtweise zu gehen und dann zu einem allgemein positiven Blickwinkel und dann kann man überhaupt erstmal in die Lage kommen, das Ganze speziell auch wieder Lösungen für die Situation zu finden. Und es ist
Natürlich im ersten Moment, wenn es heißt, okay, ich bin in einer unangenehmen Situation und irgendjemand erzählt euch jetzt da, okay, jetzt praktiziert hier mal bedingungslose Liebe, egal was die Person getan hat, dann werdet ihr erstmal sagen, ich meine, ich glaube, ich spinne ja wohl. Wie soll denn das jetzt von hier auf gleich gehen? Deswegen erkläre ich euch das jetzt eben von ja, etwas langwieriger und ausladender, wie dieser Umweg zu gehen hat und wie ihr das wirklich auch üben könnt, gedanklich solche Wege zu gehen, dahin, dass ihr euch wohlfühlt oder anfangt wohlzufühlen mit einer Situation, die euch vielleicht im einen oder anderen Zusammenhang sehr, sehr unangenehm auf den Schultern liegt. Übt das. Und sie sagt, die Maria sagt, übt das bitte. Übt die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und übt einfach auch eure Gedanken dahin zu bringen und somit dann natürlich auch eure Emotionen. Und in dem Moment, wo ihr dann in der Lage seid, die Dinge etwas differenzierter wahrzunehmen, schmeißt ihr alles raus und die Maria Magdalena zeigt hier ein leeres Gefäß. Da ist es jetzt so, dass sie damit sagen möchte, wenn ihr euch von alten Sachen befreien und entleeren könnt, innerlich gesprochen, also für innere Themen gesprochen, dann ist das extrem wichtig, denn nur dann kommt Neues in das Gefäß rein. Also, da ist wieder einfach das Rausschmeißen alter Geschichten empfohlen, sehr empfohlen, denn sonst geht halt einfach geht's schwierig weiter. Also geht's schwierig weiter, denn ein volles Gefäß kann nicht noch voller werden, jedenfalls nicht mit neuen Dingen, die da jetzt sehr fruchtbar wären für euch und für uns alle. Und deswegen ganz, ganz wichtig, wir brauchen jetzt ein leeres Gefäß, also schaut, dass ihr wirklich den ollen Kladderadatsch rausschmeißt und eure Gedankengänge übt, umzustellen und dann euch so von diversen Giftstoffen, innerlichen Giftstoffen befreien könnt. Sie zeigt mir jetzt noch bitte viel trinken dazu, denn das unterstützt sozusagen diesen Rausschmeißprozess immer noch. So, dann kommen wir zur nächsten Karte, die dann übergangslos übergeht, die Festa, die steht für das Heim. Und sie sagt, deine häusliche Situation verbessert sich zum Guten, sei es durch einen Umzug oder durch eine Veränderung der Bewohner. Gut, ihr Lieben, wenn ihr also dann in der Lage seid, die Dinge differenzierter zu sehen, beziehungsweise aus einem anderen Blickwinkel, einen wesentlich erquickenderen Blickwinkel zu sehen, seid ihr in der Lage, auch gewisse Veränderungen im Außen vonstatten gehen zu lassen und zu manifestieren. Und die liebe Festa spricht eben davon, dass sich da in eurem Heim wohl einiges tun möchte. Sprich, zum einen kann es sein, dass ihr durch das Loslassen von alten Themen, von altem Unrat sozusagen, dann in der Lage seid, euer Heim neu zu gestalten, neue Inspirationen bekommt, das Heim neu zu gestalten. Die Festa spricht auch davon, natürlich auch im Außen, was jetzt euer Heim betrifft, vielleicht mal wieder ein bisschen zu gucken, was da überflüssig rumsteht, liegt und hängt, was auch immer, und da ein bisschen rauszuschmeißen, dass Neues reinkommen kann. Das im ganz plastischen Sinne, und dann spricht sie eben auch im ganz übertragenen Sinne, dass es wichtig ist, jetzt sich von alten Schlacken zu befreien, damit sich einfach in weiteren Thema Zuhause, Umzug, Heim, Bewohner da einiges tun kann, an Umstellungen stattfinden kann. Dinge, die ihr euch sehr gewünscht habt und sehr, sehr begrüßen werdet. Und sie kündigt da so einiges an. Also für den einen wird es vielleicht wirklich ein Umzug, vielleicht wird es für den anderen jemand, der sehr erwünscht ist, dass er einzieht. Vielleicht ist es für den anderen auch wieder jemand, wo er sagt, da zieht jemand aus, der einfach nicht mehr dazu passt, wie auch immer. Was auch, aber es soll wohl ein sehr positives Umgestalten sein, was das Heim betrifft, das eigene Haus, die Wohnung und wie auch immer betrifft.
da die Veränderungen, die da stattfinden, sind wohl sehr positiv und sehr angenehm. Und da könnt ihr euch wirklich sehr, sehr freuen drauf. Aber wichtig ist eben, dass ihr das Ganze jetzt in der Reihenfolge richtig macht und da erstmal alles rausschmeißt, was rauszuschmeißen ist. Und die Menschen, die euch vielleicht da etwas nicht so toll entgegengetreten sind, da trotzdem mit viel Liebe betrachtet. Und dann kann sich da ganz, ganz viel sehr, sehr, sehr positiv verändern und aufdröseln, so wie ihr euch das wünscht und so wie es passt. So, das soll ich euch sagen für den heutigen Dienstag. Wie auch immer das in Resonanz geht mit euch, ich bin neugierig, vielleicht hat der eine oder andere auch Lust, mir irgendwann mal zu schreiben, wie sich das Ganze alles für den jeweilig persönlich da gestaltet. Das Thema, was da wohl so alles passiert ist, ist mit Sicherheit sehr schön auch mal zu lesen von euch, was sich da tut oder auch nicht oder wie auch immer für mich. Und insofern wünsche ich euch jetzt einfach mal einen wunderschönen Dienstag, einen wunderschönen Nikolaus. Lasst euch schön beschenken oder beschenkt schön. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss.